Hallo und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Halloween. Warte mal. Es ist Halloween, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Geisterfest. Das hört sich super an. Ich bin sehr beeindruckt. Das hört sich genial an. Ich habe gerade gedacht, das passt doch eigentlich ganz gut. Saugeil. Auberginen 2000. Ja. Für die Kartoffeln 3000. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Kartoffeln so lukrativ sind. Ja, fand ich jetzt auch. Kann man eigentlich direkt nochmal Kartoffeln kaufen? Ich mach das mal. Oh, jetzt hätte ich fast die Biene verkauft. Die Frage ist, wie lange dauern die Kartoffeln? 5 Tage. Das müsste noch hinhauen. Warte mal, ich habe aber auch noch Kartoffeln, bevor du zu viel kaufst. Ich habe jetzt so ein 30er Beet voll. Nee, ich habe eine rote Beete und Mais. Und, rote Beete. Und Kürbis. Naja, sollen wir zum Festival? So, dann lass uns doch mal gucken, was hier ist. Das sieht ja voll geil aus. Das sieht saugeil aus. Ist mir nicht aufgefallen vorhin. Da, hier steht ein riesengroßer schwarzer Kasten in der Landschaft und Ellen fällt es nicht auf. Das ist echt ein Labyrinth. Oh Gott, Ellen, wo bist du? Huch, oh, da kann man rausgucken. Was sehe ich denn da? Ach, ein Schmetterling. Okay, vergiss es. Hier sind... Oh! Grabsteine. Ja, Rezepte muss ich. Sieht voll geil aus, Alter. Ja, das sieht richtig geil aus. Oh, und hier sind auch noch Kürbisse. Oh, jetzt hat die Musik gerade aufgehört. Ja, bei mir auch. Oh. Es wird gruselig. Ja. Dürre Creme. Hier ist kein Ellen. Ellen? Hier ist nur Suhl. Ich hab Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Gleich ist alles vorbei. Oh Gott. Ey, komm mir doch nicht so schnurstracks entgegen. Komm zu mir, mein Kleines. Nein, ich glaube, ich... Es geht auch ganz schnell. Ich glaube, ich laufe lieber alleine durch das Labyrinth. Wo bist du denn? Na, komm mal her. Na, komm mal her, Kleine. Nein. Ich tu dir doch nichts. Nein. Ich will dich doch nur mal in den Arm nehmen. Das klingt irgendwie wie die Killer aus Dead by Daylight in so einer Art Selbsthilfegruppe. Ja, hallo? Ich bin Suhl und ich bringe gerne Leute um. Genau so. Na, wo ist sie denn? Na komm. Ich werde langsam müde im Labyrinth. Oh nein! Ich will. Komm zu mir. Nein. Wo bist du? Beschäftigt und weg und überhaupt und. Ich suche die Mitte des Labyrinths. Ich will dir helfen, ihn auszufinden. Aus dem Labyrinth. Ich glaube, ich finde hier nicht mehr. Oh, ich bin eingeschlafen. Oh, ich auch. Oh, mit der Stimme. Oh, back to business. Phoenix. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich bin. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich laufe immer dieselben Wege entlang. Also dieses Labyrinth ist wirklich ein Labyrinth. Also ein sehr gutes Labyrinth. Ich laufe, glaube ich, immer im Kreis. Meine Axt dürstet es nach Pixelblut. Oh, das sieht ja cool aus.
will die Mitte des Labyrinths finden. Ich krieg da eine Sense. Hat dieses Katzenkürbis-Ding. Oh! Da bist du ja. Wir können uns hier durchgraben. Offensichtlich. Wo ist meine Axt? Da. Er will mich umbringen. Das ist der Titel dieser Folge. Komm her. Nein. Da war sie weg. Da ist sie wieder. Warum stirbst du nicht? Gib mir ein Friendly Fire hier. Scheiße. Ich grab mich hier gleich durch zum Ausgang. Ich laufe immer dieselben Wege, Mann. Wo ist die Mitte des Labyrinths? Scheiß Raucherei. Geister sollen nicht rauchen. Das tut denen nicht gut. Machen wir mal Trick 17. Geschummelt wird nicht. Nein. Nein. Nicht mal ein bisschen? Nein. Okay, dann komme ich wieder runter. Oh, ich hab's gefunden, glaube ich. Echt? Oh nein, du hast was eingesammelt. Du bist auf der anderen Seite der Wand. Ich lese das mal vor. Warte. Du mich etwa nicht? Immerhin hast du es bis hierhin geschafft. Ja. Aber das ist nur der halbe Weg. Du musst schließlich noch viel erledigen. Ja. Du bekommst von mir diese Pumpkin-Kranke. Ich habe sie da drüben auf dem Boden gefunden. Schnell. Geh besser wieder zurück. So. Ich hab's auch hierher geschafft. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich bin überhaupt nicht durch die Wand gebrochen, weil ich dich im Fenster gesehen habe. Ja, das sieht man. So, wo müssen wir jetzt hin? Raus, glaube ich. Was hat ihr uns jetzt gegeben? Eine Pumpkin-Ranke, damit kannst du die Sense kaufen. Bei dir. Also bei dem. Ah, Phoenix! Ja! Ich krieg sie auch! Oh, ich könnte die eigentlich. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Warte mal kurz. Sag mal was. Hallo? Verdammt, geht nicht. Wolltest du meine Stimme verzerren? Ja. Ich hab's mir fast gedacht. Aber ich komm hier nicht raus. Nein. Ich komm hier wirklich nicht mehr raus. Kein Witz. Ach, jetzt. Oh. Aber ich höre mich ein wenig verzerrt. Also, zeitlich. Hörst du dich selbst? Ja, so nachträglich. Das ist ganz witzig. Ein bisschen gruselig. Warte mal. So, und jetzt? Hallo? Ha ha ha!
Achso. Der Triss wundert sich, warum du lachst, oder was? Ja. Oh Gott, ich glaube, die Phoenix geht kaputt. Geht's noch? Stellen. Schnief. So. Ciao. Ich dachte, es wird nicht gemogelt. Ich dachte, es wird nicht mehr gemogelt. Herr Bibel. Da ist Oskar. Ellen? Ja? Wir müssen zurück zum Kürbiskopf. Ja, hier, ich bin da. Du kannst vorlesen. Nein. Warum? Ich höre mich doppelt. Dann musst du deine Stimme lauter, leiser machen an deinem PC. Aber dann hört das doch. Dann hört man das doch auch in der Aufnahme doppelt. Das weiß Oder? Ich gar nicht. Okay, warte mal, ich mach's wieder aus. So. Oh, ja. Oh mein Gott, Tim Himmel. Oh Gott. Vielleicht schicke ich dir doch dann einfach mal eine Spur. Oh Gott, ey. Ich dachte, ich sterbe. Nein, das müsstest du doch eigentlich trennen. Können dann die siehst du die verschiedenen Tonspuren im Windows Media Player? Ah, das kann man ja nachher in der Das, genau, dann schauen wir mal nachher. Oh Gott, auf jeden Fall, ich bin fast gestorben vor Lachen. Und ich sehe nur auf der Couch neben mir den Triss sitzen, der sich plötzlich auch einen abkichert. Aber ich glaube nicht, ob der weiß, warum ich gekichert habe. Ach so, er hat gekichert, weil ich so gekichert habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das musst du ihm nachher mal zeigen. Oh ja, da auf jeden Fall, unbedingt, unbedingt. So, jetzt kann ich vorlesen, aber ich muss mich echt kurz räuspern, das Lachen war anstrengend wie Sau. Das hat man gar nicht gemerkt. Nee, ne? Also mein Gesicht ist mit Sicherheit krebsrot gerade. Entschuldigung. Kein Problem. Wie oft gedenkst du das jetzt noch zu wiederholen? Miau. Ich habe noch nie von dieser Ria-Person gehört. Ich bin nur der Bote des Pumpkin. Was kann ich heute für dich tun? Mit der Ranke so, kannst du, glaube ich, die Sense kaufen. Stelle etwas für mich her. Was soll ich basteln? Ja, das ist genau das, was ich brauche. Mal sehen. Ich glaube, dass das dorthin gehört und das hier... Nutze es weise, denk dran, es ist nur für Pflanzen. Och, miau. So, ich will auch, ich will auch. Das finde ich jetzt aber schade, Mensch. Okay, so, du machst. Da, hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was soll ich basteln? Ich will die Sense. Boah, voll geil. Ich habe eine Pumpkin-Sense. Die sieht voll geil aus, einfach. Krass. Ey, die Sense hat die echte Sense abgelöst. Ach, stimmt. Ich habe mich eben gerade schon gefragt, wo ist denn meine Sense?
Jetzt brauchen wir noch kandierte Äpfel, ne? Glaube ich, für. Ja, wo auch immer wir die herbekommen. Wo ist die? Die kann man einfach kaufen im Laden. Glaub nicht. Aber warte mal, wir haben ja das Rezept. Kandierte Apfel. Brauchen wir Sirup, Apfel. Und das müssen wir dann kochen. Also Sirup müssten wir hier kriegen. Ah ja, Sirup. Habe ich schon mal gesehen. Und ein Apfel. Also Sirup hast du gefunden? Sirup hast du gerade gekauft, oder? Ja, hier unten in dem untersten Regal ganz links. Einmal Sirup. Achso, hast du, ja? Okay. Ja. Und Apfel. Wo kriegen wir jetzt einen Apfel her? Wo gab's denn? Schwer. Hier, in dem Regal. Apfel, und ein Apfel. Wir brauchen nur eins. Jeweils. Und das müssen wir dann kochen. Da haben wir ja eine Kochstation. Mhm. Ist siehst du? Und Oskar hat sich nicht verkleidet. Ja. Das passt. Gott, ich muss mich immer noch zusammenreißen. Oh. Das war so böse. Schneiden? Nein, wir haben keine Kochstation, verdammt. Was? Wir können nur schneiden. Oh Gott, soll ich schnell eine kaufen? Also ich habe gerade 6000 Tacken, aber ich brauche es eigentlich fürs Museum, aber egal. Ich habe auch noch. Ich Was ist das denn hier? Achso, der Sirup jetzt. Nicht den Wo gibt es denn die Kochstation? Oh, und dann Kochstation für 200, das passt. Bienenhaus habe ich keins, nee. Aber okay, ich kann es mitnehmen. Warte, ich nehme mit. So. Ich bin ja schon hier im Laden, als wäre ein Schwachsinn. Teuer, oder? 650. Nee, gut. Das geht auch noch. So, wo stellen wir denn das nächste Bienenhaus hin? Wir haben hier unsere Bienenfarm. Ich kann ja anfangen, dazwischen zu platzieren. So. Bienenhaus, komm her. So. Zack. Und die Bienenkönigin ist platziert. Und die Kochstation. Wollen wir die auch unten rein? Oder wollen wir die hier in die Küche? Wir können die erstmal unten rein, weil das Haus wollten wir ja eigentlich noch ausbauen, oder? Ja, das stimmt. Dann mach die doch hier neben die Säge. Dann ist immer schön die Säge ins Essen fallen. So. So, und dann kommt dann das hier hin. Der ab. Willst du deinen auch gleich dazulegen? Ja, kann ich gerne machen. Ich muss mich immer noch räuspern, Entschuldigung. Bitte was? Ja, kein Problem. Und Sirup noch, ne? Genau. Blub, blub. Blub, 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 blub. Schön, jetzt kommen wir auch mal zum Kochen. Voll geil. Richtig gut. Boah, ich muss mir mal mit Wasser nachschenken. Das war jetzt echt zu hart. Ja, habe ich jetzt auch nicht so mit gerechnet, dass das auf Anhieb funktioniert. Aber ich fand es sehr lustig. Ja, da manipulierte Alan einfach meine Stimme. Herrlich, ey. Das kam unerwartet. Ich nehme mir mal einen Moment und dann muss ich das aufteilen, ne? Mhm. Mit Rechtsklick geht das, glaube ich. Oh, wir werden langsam müde, wir müssen uns beeilen. Also, das gibt's doch nicht. Das mit dem Aufteilen klappt ja. Rechtsklick? So, genau, jetzt hab ich's. Cool. Genau, so. Zack, zack, und dann schnell rüber. Wir müssen ja erstmal Ria finden. Dann lese ich diesmal lieber nicht vor, sonst schlafen wir gleich. Oh. Die Uhr klingelt. Es ist noch. Oh, ein Glück. Da ist sie. Ui. Nee, Quatsch. Hä? Ria, hier. Da. Ich habe jetzt 3 Rias gesehen. Ja, das ist so. Ich stelle etwas her. Pumpkin Kappe. Anscheinend hast du keine Kürbislaterne. Was?
Ah, dafür brauchst du die Kürbislaterne. Und für... Dann können wir die kandierten Äpfel einfach verkaufen. Ich glaube schon. Ach, das... Ah, ich habe Süßigkeiten. Oh, was hast du denn für mich? Miau. Oh, sie will 3 kandierte Äpfel haben. Wie stellen wir denn die Kürbislaterne her? Hat die uns das Rezept gegeben? Das weiß ich nicht, aber ich kaufe noch mal einen Sirup und noch einen Apfel. Wenn wir denn... Ich finde keinen Sirup mehr. Sirup, kannst du einfach einsammeln. Die stehen hier überall rum. Was suchst du? Sirup und einen Apfel wollte ich noch mal kaufen. Ich wollte hier 3... 3 kandierte Äpfel vorbeibringen. Die Äpfel sind noch da. So, und Kürbislaterne kann man einfach einsammeln, hast du gesagt. Hast du Sirup noch? Ich habe 2 gekauft. Ach, hier. Genau, Kürbislaterne kannst du einfach kaufen. So. Und was gibt's dann für die, Für die Äpfel, für die kandierte Äpfel, keine Ahnung. So, die Pumpkin-Kappe. Oh, das ist völlig ausreichend. Ja. Warte mal kurz. Zack, da ist sie. Und bitte sehr. Bitte vergiss, aber vergiss nicht, das macht dich noch lange nicht zu einem echten Pumpkin. Also bilde dir ja nichts ein. Ja. Jetzt sagst du. Mhm. So, wie kann man denn einen Charakterdesigner? Ah! Wo ist sie denn? Wahrscheinlich im Kleiderschrank, wenn wir einen haben. Ah, das kann sein. Ah, ich hab sie hier. Was, du hast sie im Inventar, oder was? Im Inventar habe ich die Mütze, genau. Aber ich kann sie ja nicht anziehen. Ah, und das können wir dann nur im Kleiderschrank. Ellen, dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Bleib mal stehen. Ich hab andere Haare, ja. Ja. Katzenöhrchen. Genau. Wie hast denn das so schnell geändert? Ich bin Charakterdesigner, wenn du auf Escape drückst. Aber da kannst du die Kappe nicht aufziehen irgendwie. Oh, okay. Da ist ein Geist. Ach so, ich bin falsch gegangen. Der Herbst gefällt mir sehr gut, stelle ich fest. Mir auch. Richtig gut. Ich bin gespannt, was im Winter kommt. Es wäre ja schön, wenn es in jedem Jahr irgendwie... Ja, wie bei Stardew Valley. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich an Stardew Valley sehr gemocht. Packst du da jetzt auch noch gerade mit? Ja. Ja, wenn mein Sirup wieder runter ist, kein Problem. So. So, dann kochen wir mal und ich gehe in der Zeit mal zum Kleiderschrank. Die Kühe müssen gemolken werden. Es ist ja ein neuer Tag. Wir sind ja... Oh nein! Und wir müssen gießen und... Wir vergessen hier stimmt. Völlig unsere Pflichten. Ja, aber das ist auch gerade... Hä? Ich kann hier gar nicht... Dieser Herbst, der begeistert mich. Ich kann die... Ich kann die Kürbiskappe gar nicht... Benutze einen Kleiderschrank, um dies zu tragen. Ah, man muss es in der Hand... Ich verstehe. Oh ja. Ich glaube, man zieht aber mal meine Sonne... Weißt du, der macht sich schön fertig und zieht sich um, während ich, doch jetzt. Während ich hier gehe. Scherz beiseite, ich wollte es nur mal erwähnen, das war so witzig. Aber es wird auch nicht richtig. Oh, dreh dich um! Was? Achso. Das sieht geil aus. Das sieht richtig gut aus. Ja. Ey, herrlich. Man erlebt immer was Neues bei Staxel. Das stimmt. Also... Wollen wir dann, bevor wir die kandierten Äpfel abgeben, noch ein Päuschen machen? Oh, stimmt. Oh Gott. Dann sehen wir dann in der nächsten Folge, was es für die... Genau. Und in diesem Sinne... Bis dahin. Ciao.